Und ich würde dich gerne mal fragen, wie geht's dir so damit? Oder wie siehst du das? Ja, es ist für mich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil man möchte auch nicht anklagend sein, nicht? Man möchte auch nicht rumjammern. Ich möchte einfach auch aufklärend sein, halt, nicht? Dass wir halt im Dialog miteinander sind, zu sagen halt, es ist nicht immer einfach, in dieser Hautfarbe zu sein, weil man darauf reduziert wird, dass man nichts anderes ist. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin 50 Jahre in Deutschland. Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt. Aber meistens werde ich immer wieder reduziert auf meine Hautfarbe halt nur. Sei es, wenn ich irgendwo einkaufen gehe oder sei ich, dass ich im Restaurant nicht bedient werde. Oder wenn ich bin Schauspielerin, wenn ich mich bei Agenturen bewerbe, heißt es, Liz, du hast zu viel Farbe für uns, halt, nicht? Und das ist etwas, was sehr wehtut. Das ist rassistisch. Genau, und man muss ja damit klarkommen. Und man kann gewisse Leute auch nicht erwähnen, wie die einem ankommen. Und man sagt dann einfach, denk doch mal nach, seid doch mal sensibel. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, was auch toll ist. Wir können ja alle nur voneinander lernen, was ich großartig finde. Wie kann man jemanden reduzieren, der einfach eine andere Hautfarbe hat? Ich sage, Integration ist für mich auch, wir müssen aufeinander zugehen. Weil was soll ich noch mehr tun, als die deutsche Sprache zu können, Abitur zu machen, Ausbildung zu machen? Ich möchte ja ankommen. Und es soll auch nicht falsch verstanden sein. Ich liebe Deutschland, ich liebe dieses Land, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich kenne kein Land, was hilfsbereiter ist als Deutschland, mit den ganzen Selbsthilfegruppen und alles Mögliche. Aber es ist manchmal nicht einfach, damit umzugehen. Und ich denke, wir müssen immer im Dialog bleiben. Jetzt ist die Geschichte mit George Floyd passiert. Klar sitzen wir das unter anderem deswegen zusammen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass es immer so ist, dass wir immer wieder im Dialog bleiben und uns austauschen. Und dass vielleicht auch die Angst genommen wird, wie können wir miteinander umgehen. Es ist ja auch schon so, dass jetzt gerade am Dienstag war das, Blackout Tuesday, war das auch ein ganz, ganz großes Thema. Unter anderem bei Instagram, wir sehen das jetzt hier gerade. Sehr, sehr viele Menschen haben schwarze Bilder gepostet und darunter ihren Hashtag Black Lives Matters gepostet. Und das hat eine richtige Welle der Solidarität gezeigt. Ja. Ne? Also das war ganz, ganz groß. Wie hast du das empfunden? Wie fandst du die Aktion? Ich fand die super. Ich habe es auch gemacht. Und einfach nur ein Symbol zu zeigen halt. Wir halten alle zusammen. Und wenn man zusammenhält, geht das manchmal einfacher. Und man kann den Schmerz vielleicht auch besser ertragen halt. Nicht? Dass man nicht alleine ist damit. Dass Leute hinschauen. Und ich sage immer, es ist die Minderheit, die so denkt. Die größte Menschen, wie man sieht, die alle mitgemacht haben, glauben an was Positives, an eine multikulturelle Gesellschaft, die wir nun mal sind. Ich habe auch mitgemacht, weil ich das genauso sehe wie du. Und dennoch habe ich auf Instagram sehr viel Kritik auch gelesen. Ah, okay. Und es hieß so ein bisschen so, naja, jetzt die sonst immer die Klappe halten, machen sich selbst besonders einfach, posten einfach ein schwarzes Feld und setzen sich sonst nie ein. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil natürlich stimmt das zum Beispiel in meinem Fall. Ich bin keine Aktivistin. Ich lebe ein privilegiertes Leben, wenn man so. Ich bin von Rassismus nicht betroffen. Ich habe einen Freundeskreis, der weltoffen ist, wo alle Menschen von allen möglichen Nationen oder Hautfarben oder sexuellen Orientierungen leben. Ich erziehe meine Kinder als solche. Insofern, ich bin keine Aktivistin. Aber dann war ich kurz davor zu sagen, naja, aber jetzt, ich möchte mitmachen, um ein Zeichen zu setzen, aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht recht. Und dann habe ich nicht verstanden, warum das eventuell nicht recht sein könnte, weil ich dachte, das Schlimmste ist doch, wenn wir alle schweigen. Also selbst wenn das jetzt keine, aber genau ich mir damit nichts verdiene. Weil genau das, diesen Zwiespalt, dieses Gap, das verstehe ich total. Das war der Grund, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe es nicht gepostet. Und das heißt nicht, dass ich mich gegen diese Solidarität wenden möchte. Ganz im Gegenteil. Die war sensationell, die war super. Aber ich fand es zu einfach. Das Thema ist zu laut, um zu schweigen. Und ich hätte zum Beispiel begrüßt, wenn man gesagt hätte, okay, wir posten das Foto, wir posten, gut, mit dem Hashtag hatte ich auch meine Probleme, liegt aber einfach daran, dass ich finde, all life matters, ja, nicht nur black life matters, aber das ist ein anderes Thema. So. Trotzdem finde ich einfach persönlich, dass wenn ich mich dazu bekenne, und das sollte man auch tun, ganz klar, dann muss ich doch irgendwas drunter schreiben, wie du auch gerade schon gesagt hast, man muss sich austauschen. Heute sitzen wir hier in der Sendung und besprechen das Thema. Wir senden nicht schwarz, wir besprechen das Thema. Und das hat mir bei Instagram so gefehlt. Überlegt mal, wie geil es gewesen wäre, wenn jeder bei Instagram, der dieses Foto gepostet hat, seine Bedenken, seine Ängste, seine Erfahrungen, irgendetwas, wenn wir uns da ausgetauscht hätten, wie viel wir da erreichen. Aber ich finde, es ging ja genau um das Gegenteil. Und ich muss dir auch widersprechen, bei dem All Life Matters ist sozusagen Black Life Matters, weil wenn All Life Matters, dann sozusagen gehört All Black Matters Life dazu. Und es geht wirklich darum, jetzt, aber ich finde im Moment eigentlich eher, dass es dafür Zeit wird, dass diejenigen, die davon betroffen sind, dass die mehr Gehör bekommen. Also das wird ja gerade auch sehr intensiv in Deutschland besprochen.
Nein, es geht ja nicht darum, was nicht zu sagen, sondern seiner Solidarität auch mal mit einem Schweigen Ausdruck zu verleihen und zu sagen, beispielsweise, ich mache jetzt Platz sozusagen und sorge dafür, dass meine schwarze Freundin oder meine schwarzen Brüder jetzt zu Wort kommen und sich dazu äußern, weil auch hier in Deutschland gibt es ja genug schwarze Deutsche, die sich auch nicht gehört fühlen. Sie fühlen sich nicht gehört, auch in ihrem Schmerz nicht. Ja? Aber genau, und da geht es ja darum, für sie da zu sein. Weil das wissen ganz viele. Genau. Ja. Übrigens, aber viel, viel wichtiger ist ja, und das finde ich gerade sehr schön beschrieben, dass ihr auch beschreibt, dass das für auch Hochton sozusagen Weiße auch gerade schwierig ist. Und ich glaube auch, es ist ganz wichtig, das wirst du ja selber gleich auch nochmal wahrscheinlich beschreiben, dass wir aufmachen. Also wir dürfen jetzt nicht zumachen, sondern wir müssen, wenn wir hier sitzen, auch über Martin Luther King reden, der zu einem der gewaltvollsten Themen der Menschheitsgeschichte sozusagen das gewaltfreie Prinzip gegengesetzt hat. Das hat ihn so besonders gemacht. Er ist danach umgebracht worden dafür. Ja. Aber seine Idee darf nie sterben. Aber, ich glaube, dass es noch viel wichtiger ist, was du dazu sagst. Ja. Du hast auch seine Erfahrungen gesammelt. Du hast eine Frage gerade gestellt, oder? Ja, ich wollte wissen, was findest du, bringt einen wirklich weiter? Was erwartest du von weißen Menschen und was nervt dich? Ich erwarte, dass man halt im Dialog miteinander ist, dass man miteinander redet und dass man einfach nicht... Also, wie soll ich sagen, es ist einfach so reduziert zu sagen, ach, die ist ja eine Schwarze, das ist ja so halt, nicht? Man redet miteinander. Ich bin in Deutschland geboren, das ist, ich habe auch andere Themen, über die ich reden kann. Mhm. Ich muss nicht immer über meine Hautfarbe reden. Ich interessiere mich für die Weltgeschichte und alles Mögliche. Und du hast aber auch ganz oft andere Sachen erlebt, die gar nicht so schön waren. Ja, ich habe viele andere Sachen erlebt. Ich habe es ja kurz auch erwähnt mit der Agentur, die nicht sagt, ja, dafür hast du zu viel Farbe. Oder halt auch, als ich in Amerika, da bin ich, wollte ich mit dem Schiff nach New York, das war ein Traum von mir, und ich gehe halt zum Schiff und dann sagen die ja für die Bediensteten rechts rum. Und dann haben sie, ich bin keine Bedienstete, ich bin ein Passagier. Und das konnten wie die geht's einem so im Moment, wenn man das so man ins Gesicht geknallt bekommt? Man ist einfach geschockt und man hat gelernt, auch damit gewissen Sachen umzugehen, weil sonst, es bringt einen sonst um. Nicht? Man muss lernen zu sagen, okay, es ist jetzt passiert, aber ich habe auch gelernt, dem auch nicht mehr so viel Raum zu geben, dass ich mich schlecht fühle, weil das ist meine Lebenszeit, die ich lebe. Ich kann mich mein Leben damit verbringen, immer irgendwie traurig zu sein, dass mich Leute nicht akzeptieren. Ich habe das Problem ja nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe gegen niemanden was. Ich bin in einer multikulturellen Gesellschaft aufgewachsen. Mein Vater war Diplomat. Da waren so unterschiedliche Nationalitäten. Davon habe ich nur gewonnen. Ich fand das toll. Du hast auch ein Beispiel genannt im Vorgespräch mit dem Abfärben. Das fand ich absolut kurios. Also ja. Da fasst man sich an den Kopf. Erzähl das bitte, damit auch unsere Zuschauerinnen. Genau, also es ist halt so, dass Leute mich gefragt haben, es ist nicht nur einmal passiert, sondern färbst du auch ab? Und dann habe ich... Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage? Ja, aber hast du das dann gefragt? Ja, genau, ich habe schon gefragt. Was antworten die da? Ja, aber was wollen wir, wie soll ich diskutieren? Wie fängt man da an, ne? Eben, genau. Oh, wow. Man könnte institutionell anfangen. Man könnte anfangen, das Thema ernst zu nehmen. Man könnte anfangen, das sozusagen auf Bundesebene zu verhandeln, zu behandeln, dass Leute, die sowas sagen, auch Konsequenzen dafür spüren müssen. Und dass es keine zweite Meinung gibt. Entweder sozusagen bin ich sozusagen, befürworte ich den Rassismus als Haltung oder ich kämpfe ganz aktiv dagegen. Richtig. Und das gemeinsam. Ja, genau. Anders geht's nicht. Liz, wie oft hast du das Gefühl, passiert hier sowas? Also jetzt hast du drastische Fälle, aber ist es so, dass du sagst, das sind die Ausnahmen? Oder ist es so, dass du sagst, ehrlich gesagt habe ich jeden Tag in meinem Leben zumindest einen kleinen Moment, der mich daran erinnert? Nein, das ist kein kleiner. Also das ist nicht jeden Tag, Gott sei Dank nicht. Halt, es ist halt, es passiert halt ab und zu mal. Man ist am Bahnhof, kriegt irgendwie einen blöden Spruch mit dem N-Wort. Und das kriegt man so paff mal so kurz mit. Und manchmal weiß ich gar nicht, warum. Halt nicht. Und ich sage dann immer noch, es ist die Minderheit. Die Mehrheit ist nicht so, nicht? Und das beruhigt. Ist es zu viel. Trotzdem ist es zu viel, aber es beruhigt mich. Und darauf konzentriere ich mich an erster Linie, nicht? Weil es ist, ich mag einfach nicht wirklich negativ durch die Welt zu gehen und mich schlecht zu fühlen. Und man trifft sich unter seinesgleichen und tauscht sich aus. Und wir haben irgendwie alle die gleichen Erfahrungen, sei es jetzt ein Fußballer oder ein Schauspieler oder ein Sänger. Die erleben das alle. Also ich bin kein Einzelfall. Auch wenn wir uns gar nicht kennen und man kommt zusammen, du hast es auch erlebt. Es ist dieser versteckte Rassismus, dass man nicht akzeptiert ist. Wir haben ja auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt, welche Erfahrungen sie mit Rassismus gemacht haben. Ein Statement, was wir jetzt rausgesucht haben, was wirklich auch hart ist, finde ich, da ist eine Frau mit einem dunkelhäutigen Partner zusammen und sie musste sich wirklich verteidigen auf folgende Frage. Wie kannst du nur mit so jemand zusammen sein? Pass auf, der vergewaltigt dich nur. Er wird dich unterdrücken. Gott.
Wow. Das ist doch Wahnsinn. Es geht immer irgendwie eine Gefahr aus. Mhm. Nicht? Also, weil ich sage immer, jede Nationalität, jede Religion, da gibt es, da können alle Verbrecher sein. Natürlich. Ne? Ja, ja. Es sind nicht Leute mit Migrationshintergrund, sondern es ist jede Nationalität. Da gibt es überall Idioten. Und Menschen mit Migrationshintergrund sind auch nicht die besseren Menschen. Also eben. Darum geht es ja hier nicht. Genau, und es ist ja auch nicht nur so, dass Rassismus nur in den weißen Gesellschaften vorkommt, sondern wir haben sozusagen ein grundsätzliches Problem damit, eine Herausforderung. Und der Faschismusbegriff, ich sage mal, die drei Feinde der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind Rassismus, Patriarchat und Klassismus. Und das ist sozusagen, muss ankommen in den Tiefen der Gesellschaft, auch bei den Jüngsten, dass wir das sozusagen gemeinsam im eigenen Interesse auch Widerstand auch so leisten müssen. Und ich finde, man sollte bei den Kindern anfangen. Ja. Weil ich hatte auch im Vorgespräch erzählt, da war ich irgendwie in der Stadt und dann kam ein kleines Kind zu mir oder sagte das zu den Eltern, warum ist die Frau so schwarz angemalt? Mhm. Nicht? Und ich habe dann gewartet, was die Mutter sagt. Und die Mutter sagte, weiß ich auch nicht. Ich so, dann habe ich dem Kind erklärt, dass ich aus Afrika bin, zwar in Deutschland geboren bin, und dass wir da alle so aussehen halt, nicht?